Und ich bin einer, der sich da sehr dazu recht den Mund aufmacht. Was? Das ist eine Vergewaltigung, ja. Beide Männer sind bereits Polizei bekannt. Die haben gesagt, früher haben die nicht einmal die Türe am Haus absperren müssen. Es kommen nur super Menschen, die bereit sind, anderen zu helfen. Trainiert, trainiert, trainiert. Vor allem auch eure Kinder. Wenn du nicht selber was machen kannst, dann trainier mit deinen. So. Mitmenschen zu unterstützen. Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Im heutigen Video muss ich wieder so richtig meine Meinung sagen und aus dem Herzen sprechen. Da geht es um eine Tat in Schweden. Ja, dadurch, dass mein bester Freund in Schweden geboren worden ist, lebt aber jetzt hier, seine Eltern sind aber immer noch da, habe ich mir das auch irgendwie so versichern lassen, ob das keine Fake-Nachricht war. Es gibt genug Fake-News auf Facebook, ja, und es geht um zwei Buben vergewaltigt und lebendig begraben. Und dazu möchte ich noch auch genau kommen, um wem es sich da handelt und was eigentlich mit denen passiert ist. Das steht aber nirgendwo hier, sondern habe ich es aus Schweden, aus der ersten Hand kann man sagen, erfahren. Ja, und da bin ich richtig wütend, was an sowas angeht, was wieder in letzter Zeit überall auf der Welt zugeht, ja, und dass es immer schlimmer wird, vor allem in den letzten Jahren, ja, obwohl da immer noch die meisten Menschen blind sind und wollen es nicht zugeben, dass die Lage in einigen Ländern bzw. auch in einigen Städten einfach mittlerweile eskaliert, ja, und die Menschen haben keine Hemmungen und so weiter. Dazu möchte ich was sagen, vor allem das ist wirklich abscheulich, ja, das, was da vorgefallen ist, ja. Ich möchte euch noch sagen, diese Tomahawks gibt es nur noch ein paar Stück. Und was an diese Karambits angeht, mit denen man wirklich perfekt trainieren kann, aber hast du auch sehr gutes Selbstverteidigung-Gadgets, gibt es diese Variante aus Buche, die aus Nuss gibt es noch nicht. Es muss zuerst geliefert werden. Wenn man aber hier so liest, da hat sich einer, der Hallo Marek, habe ich die Eagle Claw heute bekommen und an mir selbst ausprobieren lassen und hat seinen Zweck gut erfüllt. Vor allem der Schmerzpunkt zwischen Bizeps und Trizeps sowie an der Halsseite sind super und so weiter und so fort. Vielen lieben Dank für euer positives Feedback. Habt ihr auch gefragt wegen den Online-Kursen, Marek, warum machst du auch nicht etwas für so jüngere Publikum, Teenager und so weiter? Diese Kinder-Online-Kurs, das ist so gemacht, das ist extra für Kinder, wo zum Beispiel die Eltern gleich mittrainieren können. Der zweite Teil ist für Teenager. Auch wenn du einen Freund hast oder mit deinem Vater oder wie auch immer, das sind so einfache Sachen, die du dir eintrainieren kannst. Ja, weil alles, was kompliziert ist, funktioniert da draußen ist. Ja, draußen nicht. Das muss einfach sein. Ja, und da wollte ich irgendwie gleich auch die andere Freunde oder Familie mit einbeziehen, dass sie auch was machen. Weil egal was du machst, alles ist besser. Gar nichts machen. Ja, und selbstverständlich die andere Kurse, das ist wieder was, bisschen was ganz anderes, das kennt sie selber. Schauen, ja. Das heißt, zwei Buben vergewaltigt, lebendig begraben, das habe ich von der Kronenzeitung in Österreich, ja. Und zwar in Schweden hat sich am vergangenen Samstag eine wahre Horrortat ereignet. Zwei junge Männer im Alter von 18 und 21 Jahren vergewaltigten und misshandelten zwei minderjährige Jugendliche auf einem Friedhof in Stadt Solna in Schweden. Über mehrere Stunden beraubten sie auch noch. Anschließend begruben sie die beiden Burschen lebendig und überließen ihrem Schicksal. Sie wurden nur deshalb gerettet, weil ein Spaziergänger vorbeikam und die Polizei verständigte. Das Alter des Opfers ist derzeit noch nicht bekannt, ja. Das habe ich gelesen. Bei den beiden Tatverdächtigen, die sich mittlerweile in Haft befinden, soll es sich um einen Iraner und einen Araber handeln. Sie wollten den beiden Minderjährigen, denen sie kurz nach 23 Uhr oder Innenstadt begegnen, ursprünglich Drogen verkaufen. Als die Jugendlichen das ablehnten, begann ihr Martyrium, das mehr als 10 Stunden dauern sollte. Mittlerweile habe ich erfahren, weil, wie ich euch gesagt habe, mein Freund, der hat gelebt in Schweden und ich habe ihm gesagt, er soll schauen, was in den Nachrichten in Schweden steht und so weiter. Die sind mittlerweile auf freiem Fuß, laut das, was mir mein Freund erzählt hat, dass die irgendwie nicht einigen konnten und einer glaubt, hat das auf den anderen geschoben und so quasi, dass nicht genug Beweise da liegen, haben sie sie freigelassen. Meine ich, wie bescheuert sind mittlerweile die Politiker, beziehungsweise die Anwälte, beziehungsweise die Richter in Schweden. Wie viel lassen sie sich noch gefallen? Wie viel oder wie oft schauen die noch weg in solchen
Fällen, ja. Und ich bin einer, der sich da sehr dazu recht den Mund aufmacht, weil sowas macht mich einfach nur wütend, wie mir das der Freund vorgelesen hat, dass die eigentlich gar nichts mehr gemacht haben. Das ist eine Vergewaltigung, ja, Misshandlung, die haben sogar mehrere Schnittwunde gehabt, die mussten sich sogar, da, während der Nacht sollen die Täter ihre Opfer dazu aufgefordert haben, sich auszuziehen und die Grube auszuheben, in der sie ausschließlich begraben würden. Sie erlitten außer eine Schnittverletzung an den Beinen. Als sie schlussendlich gefunden wurden, sollen sie ansprechbar gewesen sein. Ja? Opfer zufällig ausgewählt, bla bla bla. Beiden, ganz wichtig, beide Männer sind bereits Polizei bekannt. Der 21-Jährige hatte erst Anfang Juli eine Haftstrafe wegen Brandstiftung verbüßen müssen, weil er Molotow-Cocktail in ein Autogeschäft geworfen hatte. Er hat insgesamt bereits 6 Vorstrafen. Oh, was für Vorbild, das ist sicher irgendein Arzt zukünftige. Und der 18-Jährige fuhr ohne Führerschein und kam 2019 wegen Autodiebstahls in eine Jugendanstalt. Was ich damit sagen will, mir ist komplett egal, wer das ist, aber man muss schon zugeben, dass sich in der letzten Zeit, in den letzten paar Jahren, nicht zum Besseren, sondern zum Schlimmeren alles gewandelt hat. Ja, da kennen sich, dass diese Gutmenschen noch so schön sprechen, interessiert mich nicht die Bohne. Die Mutter von meiner Freundin, die lebt in, wie heißt das, Karlstadt oder so irgendwie heißt das. Die haben gesagt, früher haben die nicht einmal die Türe am Haus absperren müssen. So sicher war das überall in Schweden. Hat sie gesagt, mittlerweile sind da innerhalb von 2 Wochen irgendwelche 3 oder 4 Bomben explodiert oder sonst irgendetwas. Und ich weiß auch, dass nirgendwo so oft Granaten und so weiter explodieren, wie zum Beispiel in Schweden. Und dass es Ghettos gibt, wo man zum Beispiel, wenn da irgendwas passiert, müssen Feuerwehr oder Rettung muss dahin, dann müssen sie mit Polizeieskorten hinfahren, weil es so gefährlich ist, dass in Schweden, ja, dann sollen mir nicht irgendwelche Leute sagen, dass das, was in den letzten Jahren stattfindet, ja, diese ganze Politik und so weiter, dass es nur positiv sein. Und da kommen nur super Menschen, die bereit sind, anderen zu helfen. Das sind irgendwelche Leute auf hohen Positionen, sehr intelligente Menschen, alles und so weiter. Das Problem ist, dass man heutzutage einfach wegschaut. Ja? Diese ganze Globalisierung und so weiter, ich weiß nicht, was da dahinter steckt. Ja? Hinter diesen ganzen Sachen, was da gerade passiert. Es ist aber nicht in Ordnung. Und deshalb sage ich euch immer wieder, trainiert, vor allem auch eure Kinder. Wenn du nicht selber was machen kannst, dann trainier mit deinen. Weil in einer Notsituation ist das, wie als würdest du es irgendwo finden. Ja? Ich rede aus eigener Erfahrung. Ja? Wenn du was trainierst und kannst das dann eventuell dann durch das Training abrufen in so einer Situation, dann ist das ganz, ganz anders, wie wenn sowas passiert. Stell dir vor, die hätten sie nicht gerettet. Das heißt nicht, die haben sie 10 Stunden misshandelt, vergewaltigt und dann noch begraben sie dein Kind irgendwo, solche Arschlöcher, sorry, dass ich so sagen muss, 18 und 21 Jahre mehrfach vorbestraft und sowas läuft noch frei herum, sowas muss schon längst abgeschoben werden. Und dann, wie ich dann erfahren habe, dass die dann noch frei herumlaufen, weil sie sich einigen können, ob sie es wirklich die Tat begangen haben oder wie auch immer, aber haben sie die Kinder aus den Dings ausgegraben und so weiter, meine ich, wie viele Beweise brauchst du noch? Das ist ja nicht mehr normal, dass da die Polizisten bzw. die Politiker, Anwälte, Richter und so weiter einfach wegschauen. Ich weiß nicht, ob sie Angst haben oder warum die das machen, dass da normale Bevölkerung, normale Menschen, die nur in Frieden leben wollen, müssen sie um ihr oder beziehungsweise Leben von den Kindern bangen und richtig Angst haben. Ja, hat mir auch gesagt, der Freund, dass die Mädchen schon Angst haben, irgendwie mit Miniröcken auf die Straße zu gehen, weil dann werden sie blöd angepöbelt und Vergewaltigungen sind der Tagesordnung und so weiter. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Ist mir komplett egal, wer da jetzt kommt mit irgendeiner Schlaumeierei. Das finde ich nicht in Ordnung, dass die Leute mittlerweile schon richtig Angst haben müssen. Gehen sie nach, weiß was ist, sobald es dunkel wird, nicht mehr auf die Straße und so weiter und so fort. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Und das war früher nicht so schlimm, ja. Egal, was sich die Leute einreden. Und das könnte man noch vielleicht eventuell irgendwie alles umdrehen
und noch die Situation retten, wenn man es möchte. Ja? Und vielleicht macht auch die Demo jetzt da irgendwie sowas, den ersten Schritt. Ich glaube, jetzt am 29., obwohl das die meisten jetzt überall schreiben, verboten, das ist nicht in Ordnung und wie auch immer. Ja? Aber wie man schön sagt, wenn du irgendwas durchsetzen willst, ja, wenn es um deine Freiheit geht, wenn es um deine Rechte geht, ja, dann frage ich nicht und lasse ich mir nichts verbieten und lasse ich mir einmal meinen Mund nicht verpicken von niemanden, ja. Ich bin jetzt in Serbien, ich kann nicht hin, aber ich sage euch, geht's ruhig hin, keiner kann euch verbieten, einfach auf dem Platz zu spazieren oder einfach dahin zu gehen nach Berlin und eure Mitmenschen zu unterstützen, weil hier geht es um die richtige Sache, ja. Und da ist es sehr, sehr wichtig. Je mehr, desto besser. Dass die Leute endlich langsam aufwachen und dass diese ganze Politiker und diese ganze Leute, die das nicht gerade gut mit uns meinen, auch merken, bis daher, da ist die Grenze und nicht weiter. Okay? Und ich wünsche mir in Zukunft, dass sowas nie wieder vorkommt, beziehungsweise weniger, dass eher Seltenheit ist und nicht am Tagesordnung. Ja? Ich wollte euch einfach wieder meine Meinung sagen. Trainiert Leute, egal ob ihr in eine Schule geht, Kampfsport, Kampfkunst, meine Kurse, wie ich euch gesagt habe, meine Kurse da in mehrere Stunden, kannst richtig deine Bodymechanik trainieren, kommst richtig weit, liest euch einmal die Bewertungen von meinen Kursen, dann seht ihr am besten, wie viele hunderte Leute da schon gekauft haben und wie die Bewertungen sind und so weiter. Egal was du machst, Box am Sandsack, alles macht dich besser, wie wenn du gar nichts machst und wartest oder hoffst, dass dieser Tag nicht kommt, dieser Tag kann immer kommen. Was machst du dann, wenn du nicht bereit bist? Ja? Denk dran. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und bleibt gesund, Leute.